Die drei Spinnerinnen. Einst, in einem Handwerksviertel in einer kleinen Stadt, lebte eine Frau mit ihren Töchtern. Die Frau verdiente ihr Geld mit dem Spinnen von Garn, welches sie den Schneidern auf dem Markt verkaufte. Und als die älteste der Töchter alt genug zum Arbeiten war, forderte die Mutter ihre Tochter auf, ihr bei der Arbeit zu helfen. Die junge Tochter wusste durch ihre Mutter, was für ein mühsames Leben sie erwarten würde. Und das Schlimmste von allem, sie hasste die Spinnerei. Sie mochte das Handwerk nicht und es wollte ihr einfach nicht gelingen, so geschickt wie ihre Mutter zu sein. Selbst ihre jüngeren Geschwister schienen begabter mit der Spindel zu sein. Vor Trotz und Frustration warf die junge Frau die Spindel ihrer Mutter in die Ecke und protestierte, dass sie keine Spinnerin werden wolle. Ihre Mutter überkam daraufhin die Wut. So oft hatte sie dem Mädchen schon gezeigt, wie es mit der Spindel zu arbeiten habe. Aber nichts hatte geholfen. Im Leben wird dir nichts geschenkt. Du wirst arbeiten müssen, wenn du leben magst. Doch ihre Tochter blieb trotzig und wand sich schmollend aus dem Fenster. Das machte ihre Mutter nur noch zorniger und so gab sie in ihrer Wut dem Mädchen eine schallende Ohrfeige. Das Mädchen weinte bitterlich und der Streit der beiden wurde immer lauter. Zur selben Zeit fuhr die Königin des Landes mit ihrer prächtigen Kutsche durch das Viertel. Sie wollte auf dem Markt die neuesten Stoffe und Kleider kaufen, als ihr der Streit von Mutter und Tochter zu Ohren kam. Neugierig trat sie an die Türschwelle der Frau und klopfte. Überrascht von dem hohen Besuch, verschlug es der Mutter die Sprache, während die Tochter weiterhin mit Tränen in den Augen dastand. »Wieso der Streit, gute Frau?« fragte die Königin neugierig. Scham überkam die Frau. Sie wollte der hohen Dame nicht von der Faulheit und der Unfähigkeit ihrer Tochter berichten. So antwortete sie, »Meine Tochter ist vom Spinnen nicht abzubringen. Sie ist so vernarrt in die Arbeit, dass sie nicht damit aufhören kann. Aber ich bin eine arme Frau und ich habe nicht so viel Flachs zum Spinnen. Und so wurde ich zornig mit dem Kind.« Die Königin war von dieser Erklärung völlig überrascht. Sie wusste, wie schwierig es ist, fleißige und gute Spinnerinnen zu finden. Und da ihr Bedarf an Stoffen und Kleidern schier endlos war, antwortete sie, »Ich höre gern, dass du so fleißig bist, mein Kind. Und wenn das dein Problem ist, so will ich dich mit mir aufs Schloss mitnehmen. Dort sollst du so viel Flachs bekommen, dass du nach Lust und Laune spinnen kannst. Davon haben wir dann beide was. Stimmt ihr zu, werte Mutter, wenn ich eure Tochter mitnehme?« Die Frau stimmte ohne lange zu zögern zu. Sie hoffte so für ihre Tochter einen guten Handel abzuschließen. Im Schloss angekommen, führte man die junge Frau hinauf zu drei großen Kammern im Turm. Jeder der Räume war von oben bis unten mit feinstem Flachs gefüllt. Das junge Mädchen war sprachlos und ihr stockte der Atem. Sie hätte diese Menge Flachs nicht spinnen können, selbst wenn sie 300 Jahre alt geworden wäre und jeden Tag von morgens bis abends gesponnen hätte. Diese Aufgabe war schlicht nicht zu bewältigen. Die Königin wand sich beim Gehen an sie und meinte, »Nun spinn mir diesen Flachs, und wenn du es fertig bringst, das alles zu verarbeiten, dann sollst du meinen ältesten Sohn zum Mann haben. Du bist zwar arm und nicht von edler Abstammung, aber wenn du solch einen Fleiß in dir trägst, kann das nur zum Wohle unseres Reiches sein.« Als die junge Frau allein in der Kammer zurückgelassen wurde, fing diese bitterlich an zu weinen. Sie wollte nichts mehr als einem Leben als Spinnerin zu entkommen. Doch nun stand sie vor dieser unlösbaren Aufgabe. Und schlimmer noch, der Aussicht gegenüber, ihren Lebtag lang spinnen zu müssen, falls sie überhaupt einen Faden zustande bringen sollte. Am ersten und zweiten Tag wollte ihr nichts gelingen. Verzweifelt grübelte sie nach einem Ausweg. Am dritten Tag unternahm sie einen ersten Versuch,
das Flachs zu Garn zu verarbeiten. Jedoch wollte ihr die Arbeit nicht gelingen. Ohne die Anleitung ihrer Mutter stellte sie sich noch ungeschickter an als ohnehin bereits zuvor. Die kläglichen Versuche ihres Werks versteckte sie in der Kammer, als sie hörte, dass jemand im Turm zu ihr hinaufkam. Es war die Mutterkönigin, die sich nach den Fortschritten der jungen Frau erkundigen wollte. Enttäuscht und verwundert sah sie, dass die junge Frau bisher noch nicht einmal mit ihrer Aufgabe begonnen hatte. Diese entschuldigte sich in ihrer Verzweiflung und sagte, dass sie die Trennung von ihrer Mutter und ihren Geschwistern so sehr betrübt habe, dass sie nicht mit der Arbeit beginnen konnte. Die Königin war skeptisch, räumte ihr dieses Mal ihre Nachlässigkeit jedoch ein. Mit ernstem Ausdruck forderte diese jedoch: Morgen musst du jedoch anfangen zu arbeiten, ansonsten wirst du die Stadt und das Schloss verlassen. Daraufhin verließ die Königin die Kammer wieder. Das junge Mädchen ging im Turm auf und ab und grübelte nach einer Lösung. Jedoch wollte ihr nichts einfallen. Sie würde aus dem Schloss gejagt werden und zu ihrer Mutter dürfte sie dann nicht zurück. Diese Schande würde auch ihre Mutter ihr niemals verzeihen. Sie trat an das Fenster ihrer Kammer und blickte in die Ferne hinaus. »Wo kann ich nur hingehen? Was soll ich nur tun?«, fragte sie voller Verzweiflung. Da sah sie auf der Straße unter dem Turm drei hässliche, streitende Weiber mit ihrem Wagen stehen. Die Frauen schienen den schweren Wagen selbst in die Stadt gezogen zu haben und sie schimpften lautstark aufeinander. Die größte hatte einen breiten Blattfuß und kaum noch Zähne im Mund. Die zweite hatte eine riesige Unterlippe, die ihr bis unter das Kinn hing. Und die kleinste von ihnen hatte einen breiten Daumen und kniff ihr rechtes Auge zusammen, so dass ihr Gesicht sich noch mehr in eine Grimasse verwandelte. Die junge Frau beobachtete das wilde Treiben der drei Frauen mit neugierigem Blick, so dass sie eine der Frauen forsch anfuhr. »Was klotzt du so vom Turm herab?« Die junge Frau war von der unverblümten Art der Weiber überrascht, dass sie schon vom Fenster verschwinden wollte. Doch ihre Verzweiflung trieb sie dazu, den drei Frauen von ihrer unlösbaren Aufgabe zu berichten. Die drei hörten gebannt, was die junge Frau erzählte. Danach riss die kleinste von ihnen die beiden anderen zu sich und sie tuschelten gemeinsam. Dann wand sich die Große mit dem Blattfuß an sie und rief hinauf: »Wenn du uns zur Hochzeit einlädst, wir am Tisch des Brautpaars sitzen dürfen und du uns als deine Cousine vorstellst und dich nicht für uns schämst, dann werden wir dir helfen, das Flachs zu spinnen.« »Aber wie wollt ihr in so kurzer Zeit all das Flachs verarbeiten?«, fragte die junge Frau. »Ha«, kicherte das Weib mit der hängenden Unterlippe. »Wir können weit mehr als das.« Die junge Frau nahm daraufhin dankbar die Hilfe an und wies die drei Weiber an, zu ihr in den Turm hinaufzukommen. Die drei Weiber kramten ihre Sachen vom Wagen und humpelten die Treppe des Turms hinauf. Oben angekommen, schob die kleinste von ihnen die junge Frau in die Ecke. »Wir brauchen hier Platz. Setz dich da in die Ecke und stör uns nicht.« Mit großen Augen setzte sich die junge Frau in die Ecke der Kammer und bewunderte das Schauspiel. Murrend und knurrend begannen die drei Weiber, ihre Arbeitsplätze aufzubauen. Sie raunten sich in schroffem Ton an, waren jedoch, das musste man ihnen lassen, ein eingespieltes Team. Die eine zog den Faden und trat das Rad. Die zweite benetzte den Faden und die dritte drehte ihn mit den Fingern auf dem Tisch und schlug mit der flachen Hand darauf. Und jedes Mal, wenn sie das tat, fielen einige Faden des gesponnenen Garns zu Boden. Und dieses war von bester Qualität und so fein gesponnen, wie es kein anderer Mensch je hinbekommen hätte. Sie verarbeiteten das Flachs aus drei Kammern und arbeiteten ohne Unterlass. Sie machten keine Pause und schufteten die ganze Nacht. Schließlich war das ganze Garn gesponnen
und die drei Weiber räumten ihre Sachen wieder zusammen. Beim Gehen wandte sich die Größte nochmal zu der jungen Frau und sagte: Vergiss nicht, was du uns versprochen hast. Und wenn du es einhältst, soll auch dein Wunsch in Erfüllung gehen. Mit diesen rätselhaften Worten verschwanden die drei schimpfenden Weiber wieder. Sprachlos und vor lauter Verwunderung nickte die junge Frau nur noch hinterher und bedankte sich bei den mürrischen Frauen. Sie blickte ihnen noch vom Fenster hinterher und sah, wie sie schimpfend und fluchend die Straße herabhumpelten. Erneut kam die Mutter Königin, um die Fortschritte der jungen Frau zu sehen. Und sie konnte ihren Augen nicht trauen, als sie in den drei Kammern im Turm eine unglaubliche Menge an gesponnenem Garn erblickte. Sie präsentierte das Wunder dem König und dem Prinzen, der nun auch seine fleißige künftige Braut kennenlernen durfte. Alle waren begeistert und auch sprachlos von der Leistung der jungen Frau. Und der Prinz strahlte seine künftige Braut vor Freude an, denn er war auch von ihr völlig verzaubert. So wurde die Hochzeit des Paares ausgerichtet und alle waren bester Dinge. Und die junge Frau wandte sich, wie versprochen, an die Mutterkönigin und sagte: Ich habe drei Cousinen und da sie mir in meinem Leben so viel Gutes getan haben, möchte ich darum bitten, dass sie bei mir am Brautisch sitzen. Würdet ihr mir das erlauben? Warum sollten wir das nicht erlauben? Fragte die Mutterkönigin. Und die junge Braut nickte ihr mit einem freundlichen Lächeln zu. Als nun das Fest stattfand und all die feinen Gäste kamen, trafen schließlich auch die drei wunderlichen Weiber in ihren eigentümlichen Trachten ein. Die Festgesellschaft blickte verwundert und abfällig zu den Frauen herüber. Doch die Braut war bester Dinge und ging, wie versprochen, zu den drei Frauen und hieß sie herzlich willkommen. Sie führte die drei zu ihrem Platz und stellte sie als ihre drei Basen vor. Grimmig und mürrisch nahmen die drei an der festlichen Tafel Platz. Wie üblich keiften sie sich gegenseitig an und waren grummelig wie eh und je. Aber sie respektierten, dass sie von der jungen Frau, wie versprochen, eingeladen und behandelt wurden. Doch der junge Prinz war von der Gesellschaft sehr erschrocken. Er dachte sich: Wo kommen nur diese hässlichen und garstigen Weiber her? So ging er zu der Größten von ihnen und fragte: Werte Dame, wovon habt ihr einen solch breiten Fuß? Werte Dame, na, vom Treten natürlich. Dann ging er zur Zweiten und fragte: Wovon habt ihr nur die herunterhängende Lippe? Vom Lecken, antwortete sie mit abgeklärter Stimme. Verunsichert und verwirrt von den Antworten der beiden, ging der Bräutigam schließlich zur dritten Frau und fragte: Warum habt ihr einen solch breiten Daumen, ein zugekniffenes Auge und eine so breite Hand? Die kleinste der Frauen blickte ihn mit ihrer Grimasse an. Ich muss den Faden im Auge behalten und ihn mit den Fingern drehen und ihn mit der flachen Hand abschlagen. Als sie das aussprach, knallte sie mit der flachen Hand auf den Tisch und die drei Weiber fingen spöttisch an zu lachen. So entschied der Prinz, dass seine hübsche Braut niemals mehr in ihrem Leben einen Faden spinnen darf. Und damit ging, wie prophezeit, ihr heimlicher Wunsch in Erfüllung. Ihr Leben hatte sich durch die drei grausigen Weiber für immer verändert. Und auch das Märchenreich sollte sich bald für immer verändern. Übrigens, mit einem Abo verpasst du keine unserer neuen Folgen. Was ist euer Lieblingsmärchen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Bis bald im Graphic Kingdom.